Hallo, ich begrüße euch in meiner Werkstatt. Heute beschäftige ich mich mit den Tauchrohren von einer Yamaha XS650. Das heutige Thema ist: Wie baue ich den Wellendichtring aus dem Tauchrohr aus? Und welche Aufgaben haben diese Teile? Alle diese Themen werde ich in diesem Film euch erklären. Nachdem ich die Staubkappe demontiert habe, komme ich zu diesem eigentlichen Sicherungsclip, wo der Wellendichtring mit einer Scheibe fixiert wird. Wie bekomme ich diese Dichtung ausgebaut, ohne das Tauchrohr zu zerstören? Naja, vielleicht mit einem Hebel. So könnte man den aushebeln. Aber warm müsste der sein. Mit einem Heißluftföhn heiß machen und mit einem Hebel aushebeln. Keine gute Idee. Katastrophe. Im schlimmsten Fall zerstört der Hebel den Bord von dem Tauchrohr. Sowas darf nicht passieren. Dieses Tauchrohr ist Schrott. Eine bessere Lösung muss her. Ich habe ein neues Werkzeug dafür entwickelt. Dieser Zuganker wird auf die alte Gummidichtung aufgesetzt und mit drei Blechschrauben fixiert. Die erste Schraube, zack. Die zweite und die dritte. So sitzt der Anker fest. Jetzt wird der Gegendruckhalter aufgesetzt. Dieser Halter passt für 34 und 35er Tauchrohre. So, und jetzt noch die Druckplatte auflegen. Unterlegscheibe und Mutter auf die Gewindestange drehen. Jetzt ist das Werkzeug einsatzbereit. Mit einem Ringmautschlüssel wird die Gewindestange angezogen. Man hört, wie sich die Dichtung löst. Habt ihr das leichte Knacken gehört? Ja? So wird die Dichtung aus ihrem Sitz gelöst und entfernt, ohne den Bord von dem Tauchrohr zu zerstören. Nach jedem Schraubenschlüsselhub kommt die Dichtung ein Stück nach oben. Geschafft und alles ist in Ordnung. Das Werkzeug wird nun entfernt, sodass die neue Dichtung eingesetzt werden kann. Nachdem der Dichtungssitz im Tauchrohr gereinigt worden ist, kann die neue Dichtung eingesetzt werden. Mit einem Döpper wird die Dichtung eingeschlagen. So, es würde mich freuen, wenn ich euch einige Tipps geben konnte. Bis zum nächsten Mal.